Stellt euch vor, ihr hättet ein riesiges Vermögen geerbt und müsstet aber trotzdem auf der Straße leben. Das klingt nach einem Hollywood-Film, nur eben rückwärts und ist leider eher Realität als Fiktion. Denn so in etwa sieht es im Kongo aus. Dort gibt es das reichste Bergbaurevier der Welt und trotzdem leben die allermeisten Menschen unter ärmlichsten Bedingungen. Und was hat das jetzt wieder mit uns zu tun und warum erzählt ihr mir das ausgerechnet heute? Erstens Coltan. Das Metall ist in jedem unserer Handys und Computer verbaut. Im Kongo sollen fast 80% des weltweiten Coltan-Vorkommens liegen. Erfahrene Filmfreunde können sich jetzt den Plot schon vorstellen. Böse Macht will Coltan an sich reißen und Menschen knechten. Aber dem Helden mit dem reinen Gewissen gelingt es, mit einer List das Böse zu besiegen und das Land zu befreien. Nur dass der Held in dieser Geschichte leider gar nicht erst zum Kämpfen kommt, sondern direkt umgebracht wird. Manchmal ist die Realität eben grausamer als unsere Vorstellungskraft. Womit wir bei der zweiten Frage wären, warum heute diese Geschichte? Nun, der Gute in dieser Geschichte sollte Patrice Lumumba sein, der erste gewählte Ministerpräsident des Kongo. Und eben der wurde am 17. Januar 1961 unter dubiosen Umständen ermordet. Und das mit allen Elementen, die es für einen echten Politthriller braucht. Inklusive Geheimdienst, einem Vertrauten, der zum Feind wird, einer Flucht durch den Dschungel und der Atombombe. Und wer wäre für die Rolle des bösen Geheimdienstes besser geeignet als die CIA? Die CIA. Aber der Reihe nach. Der Film beginnt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Klingt nach einem Kostümfilm, ist aber leider auch eher ein Drama mit Horrorelementen. Der böse Herrscher über den Kongo ist damals ein Belgier, König Leopold II. Der Kongo ist so eine Art Privatkolonie. Gold, Diamanten, Kupfer und Elfenbein und Öl, alles gehört ihm. Während seiner Herrschaft wurde er immer reicher, die Bergbauunternehmen immer mächtiger, Brüssel immer prächtiger und die Kongolesen immer weniger. Fast die Hälfte der Bevölkerung soll der blutigen Herrschaft zum Opfer gefallen sein. Was die Kongolesen also brauchen, ist ein Held, der das Land befreit. Und da ist er Patrice Lumumba. Ein Mann aus einfachen Verhältnissen, der es schafft, zum ersten Ministerpräsidenten des Kongo gewählt zu werden. Denn Belgien entlässt den Kongo im Sommer 1960 in die Unabhängigkeit. Nur das mit der Unabhängigkeit nimmt Lumumba aus Sicht der USA zu wörtlich. Um das Land unabhängig zu machen, auch finanziell, soll der Staat zukünftig mit an den Rohstoffen verdienen, die nach wie vor in ausländischer, vornehmlich belgischer Hand sind. Die Bergbauunternehmen schlagen Alarm und Belgien sorgt dafür, dass sich die rohstoffreichen Regionen vom Kongo abspalten. Lumumba hofft auf die Hilfe der Weltpolizei der USA. Doch in den Hinterzimmern des Weißen Hauses hat man andere Sorgen. Ein Teil des dringend für den Bau von Atombomben benötigte Uran kommt ebenfalls aus dem Kongo. Wenn die Minen aber verstaatlicht werden, dürfte das Uran zumindest teurer werden, wenn überhaupt erreichbar. Weil die USA nicht helfen wollen, fragt Lumumba bei der Sowjetunion, dem großen Gegner der USA, und die Sowjetunion hilft mit Soldaten und Flugzeugen. Auftritt des amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower mit folgendem Text. Wir müssen den loswerden. CIA-Zentrale Langley bei Nacht. In dem letzten beleuchteten Büro wird jetzt die geheime Operation Wizard gestartet. Die Ermordung Patrice Lumumbas. Vergiftete Zahnpasta soll das erledigen, klappt aber nicht, weil man die nicht bis ins Bad Lumumbas geschmuggelt bekommt. Jetzt tritt ein neuer Charakter auf. Joseph Mobutu, ein guter Freund Lumumbas und seit neuestem Chef des Militärs im Kongo. Nur leider auch etwas korrupt, die Figur mit den zwei Seiten. Die CIA zahlt und Mobutu putscht sich an die Macht, lässt Lumumba verhaften. Der flieht aus der Haft, taucht wochenlang im Dschungel unter, bis Mobutus Männer ihn doch kriegen. 17. Januar 1961, Flughafen Katanga, Lumumba wird schwer misshandelt und aus einem Flugzeug gebracht. Abenddämmerung, eine Baumsiedlung, irgendwo im Nirgendwo. Wir hören Maschinengewehrfeuer und wissen, Lumumba ist tot. Die Mission Wizard der CIA erfolgreich. Der neue Machthaber des Kongo, Joseph Mobutu, lässt sich weiter vom Geheimdienst bezahlen. Die USA haben im Gegenzug ihren Einfluss auf die Rohstoffe und das Uran gesichert. In diesem Film hat der Böse gesiegt. 30 Jahre wird Diktator Mobutu sein Land ausbeuten. So viel zu diesem Plot der Geschichte. Die Folgen dieser Ereignisse sind bis heute zu sehen. Manchmal ist die Realität fast spannender als ein Film.
nur leider meist auch ohne Happy End. Wenn schon USA-Einfluss, dann lieber Hollywood als Langley.